Mahlzeit, meine lieben Bonsai-Freunde und Baumkuschler. Ich bin's wieder, euer Rolf. Und heute machen wir, ja, was machen wir heute? Eichen machen wir heute, genau. Und zwar wollte ich euch mal ein kleines Update geben von den Eichen, die wir vor 2 oder 3 Jahren gesammelt haben. Und ja, wir werden sie auch ein bisschen bearbeiten. Da neben mir seht ihr auch schon eine von den 5. Ja, eine hat sich verabschiedet. Leider Gottes, sie hat den Winter schon überlebt, ganz klar, ist aber durch, glaube ich, zu viel Dünger eingegangen, schätze ich mal, vermute ich, weiß ich auch nicht. Man weiß es nicht, aber ist auch wurscht. Wir haben noch genug anderes Material zum Filmen und ich würde sagen, legen wir gleich mal los und zwar mit dem Baum. Ja, der Baum hat sich kräftig entwickelt oder fleißig entwickelt, sagen wir es mal so. Er ist auch schon in der Bonsai-Schale. Warum ist er in der Bonsai-Schale? Ganz einfach, weil das Plastikgefäß, wo er vorher drin war, kaputt gegangen ist. Und davon haben wir noch einen Kandidaten, den wir heute umtopfen müssen, weil das Teil absolut nicht mehr ganz ist, sagen wir es mal so. Und ja, wir müssen halt auch noch ein bisschen schneiden, die Eiche. Und deswegen nehme ich das heute mal wieder zum Anlass, die Bäumchen zu filmen. Und wie wir sehen können, hat sich hier bei der Eiche auch schon ein bisschen was getan. Das ist im Übrigen die einzige Eiche von den 5, die so weit entwickelt ist, möchte ich mal sagen. Die anderen, das werdet ihr gleich noch sehen, die sehen noch ein bisschen anders aus. Aber wir werden jetzt hier auch erstmal ein bisschen rumschnibbeln müssen, um sie halt auch in Form zu halten, ganz klar. Und das ganze Gesumse hier müssen wir auch mal abmachen. Und das Ganze dann natürlich auch ein bisschen schneiden, logischerweise. So, dann die Ecke müssen wir auch noch rausschneiden, den Fitzel hier. So, hallo, gerade. So. Scharf. So. Den müssen wir auch noch schneiden. So. Jo, das wächst nach innen, das machen wir auch raus. Das wollen wir auch nicht haben. So, jetzt haben wir hier drin wieder ein schön entspanntes Innenleben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier die weitere Gestaltung machen. Der kleine hier, der geht auch nach innen. Den schneiden wir auch mal weg. Ist natürlich nicht allzu viel zu tun bei dem Baum hier, weil er noch relativ klein ist. Aber wir wollen ihn ja entwickeln. Und dann müssen wir auch solche kleinen Maßnahmen machen. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir hier als Hauptstamm? Von der Gabelung her würde ich eher sagen, nehmen wir diesen hier. Das hier geht so ein bisschen nach hinten, aber ich möchte das ganz gerne ein bisschen nach oben haben. Und ja, als Beiwerk. So, den hinteren Ast schneiden wir auch noch mal weg. Den brauchen wir auch nicht. Das Ding geht auch nach innen. Brauchen wir auch nicht. Und den hier brauchen wir auch nicht. So, das geht alles so ein bisschen nach innen. Das wollen wir ja nicht haben. So. Jetzt haben wir das ganze kleine Bäumchen wieder, das Bäumchen wieder klein. Sieht schon mal ganz witzig aus. Den Ast hier, den hier werden wir hier als Haupttrieb nutzen. Entweder den oder den anderen. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, aber ich denke mal den anderen. Mal gucken. Ne, den anderen können wir nehmen.
Dann nehmen wir den anderen. Gerade frisch entschieden. So, also das hier wird unser Hauptast und der Hauptstamm. So. Und dann hätten wir das Bäumchen hier auch schon fertig. Soweit erstmal. Und dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Ja, Kandidat 2 ist auch schon recht groß geworden. Hier ist noch eine Ohrenweide mit drin. Die hängt hier noch so lose drin rum. Und ja, wie ihr sehen könnt, ist hier das Ding schon komplett zerlegt. Und das müssen wir ändern, weil sonst überlebt ihr den Winter nicht. Und ich würde sagen, wir schneiden jetzt erstmal pro forma mal die Weide mal zurück. Kann man sicherlich auch einen Bonsai draus machen. Wollen wir einen Bonsai draus machen? Das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich schneide es erstmal pauschal zurück. Ups, das war was anderes. Okay. So. Damit wir auch ein bisschen besseren Einblick kriegen in die ganze Geschichte. So, hier schneiden wir da weg. So. Ja, ist ganz schön viel Gesumse hier. Und wie wir sehen können, sieht ja nicht so, ist die Eiche hier auch wieder fleißig gerade am Wachsen. Und ja, der Topf ist halt total fertig, möchte ich so mal sagen. Und deswegen müssen wir das Ganze auch umtopfen. Kommt natürlich anschließend in die Sonne, anschließend in den Schatten meine ich natürlich in die Sonne. Klar, in den Schatten natürlich. Ja, und dann gucken wir mal, wie es mit der Eiche hier weitergeht. Wir rupfen mal und zupfen mal. Ja, also wir werden erstmal hier das Ding wegnehmen müssen. So, ja. So, alles schon ziemlich trocken und wie ihr seht, also das Ding ist fertig mit den Nerven. Ja, die Eiche macht natürlich Pfahlwurzeln. Das sehe ich schon wieder. Und da müssen wir natürlich auch was gegen tun. Weil die wollen wir auch nicht haben. Ja, die stand die ganze Zeit in Kokoserde. In reiner Kokoserde. Und das ist zwar ganz angenehm, aber witzigerweise wird das auch sehr schnell trocken. Klar muss man ja nicht mal gießen, logisch, keine Frage. Aber die kriegt auch nicht immer so viel Wasser. Und das müssen wir jetzt auch mal ein bisschen ändern hier. Hat halt dafür Sorge getragen, dass der Wurzelteller schön flach ist und dass sie relativ gut steht. Aber wir werden uns jetzt von der Pfahlwurzel verabschieden. Ja, viel auszusortieren gibt es ja eigentlich nicht. Die Wurzeln müssen erstmal ein bisschen stärker werden, ein bisschen kräftiger werden. Und dann können wir da in 3 bis 5 Jahren mal drüber nachdenken, da irgendwas zu machen. Aber aktuell im Moment nicht. Ansonsten, was wir noch ein bisschen machen werden, ist die ganze Geschichte noch ein bisschen drahten. Denke ich mir mal, weil das ganze Ding hier ist hier irgendwie viel zu gerade. Und wir schneiden auch das Kleinzeug hier unten weg. Das braucht man nämlich auch nicht. 30 cm lang und den werden wir noch ein bisschen drahten. So dass wir hier ein bisschen was an Rundungen reinkriegen oder an Biegungen vielmehr. Ja, ich bin auch relativ schmerzfrei, gebe ich zu. Ja, so könnte das ganz gut aussehen. So. Das lassen wir natürlich jetzt, den Draht lassen wir natürlich jetzt ein paar Wochen dran. Beziehungsweise so lange, wie wir den Draht brauchen. Und dann würde ich sagen, pflanzen wir das Ding jetzt einfach mal ein. Ja, ich habe jetzt noch eine Schicht Drainage reingepackt, grobes Lava-Substrat. So als Drainage. Und dann werden wir hier unsere spezielle Bonsai-Mischung, die gibt es halt nur im Fachhandel, einfüllen.
Ja, was ist das für eine Mischung? Also alles Mögliche drin. Da ist zum einen Blumenerde drin, Kokosfasern sind drin, Lavagranulat ist drin, Bimsstein ist drin, ein bisschen Akadama ist drin, aber wirklich nur ein bisschen. Das sind so die Reste gewesen. Und Komposterde ist hier auch noch mit drin. Da der Baum ja noch nicht so weit ist. Brauchen wir hier auch kein ultra hoch durchlässiges Substrat, sehe ich zumindest so. Das ist ein bisschen viel des Guten, würde ich sagen. Aber wir müssen das ganze Ding hier noch mal ein bisschen schneiden, weil wir wollen ja auch, dass die Wurzeln sich ein bisschen entwickeln, ein bisschen weiterentwickeln. Ja, ihr hört schon, es ist ein bisschen windig. An dem Geklappere. Ich wollte ursprünglich draußen filmen, aber das ist mir leider vergönnt gewesen. Also muss ich hier drinnen filmen. Hilft halt nichts. In der Sonne wäre mir das auch lieber gewesen, beziehungsweise draußen. Aber wie es halt so ist. Es schneit, regnet und stürmt, hätte ich fast gesagt. Ja, das schneit zwar nicht, aber es stürmt und es ist viel zu windig dafür. Deswegen machen wir das heute noch mal in der Garage. Hilft halt nichts. So. So, ich lege das jetzt Ganze jetzt nur mal so locker auf. So sollte es gehen. So soll es aussehen. Das soll dann hier weiter hier oben hingehen. Das ist der erste Ast, der rechts geht. Und ja, dann würde ich sagen, gießen. Ja, dann würde ich sagen, gießen und die nächsten 5 Jahre vergessen. Und regelmäßig düngen natürlich. Und dann wollen wir mal gucken, wie der in 3 bis 5 Jahren aussieht. Also da werden wir jetzt nicht viel mehr dran machen, außer dass wir zwischendurch mal ein bisschen gucken, was wir da noch drahten können. Oder halt Äste wegschneiden, die wir zur Gestaltung nicht brauchen. Also den ganz normalen Gang, den ein Bonsai jetzt geht, gehen wir mit diesem Baum, so dass der halt wirklich sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Ich denke mir mal, wir werden ihn übernächstes Jahr, also in 2 Jahren, wenn wir ihn in den Gartenboden pflanzen, damit wir auch hier ein bisschen dicken Wachstum kriegen. Ich möchte jetzt erstmal die Wurzeln dementsprechend entwickeln und zusehen, dass wir die Fallwurzeln loswerden. So gut wie es halt geht. Und ja, dass wir ein bisschen Struktur aufbauen, wie das Bäumchen aussehen soll. Und dann wirklich in 2 Jahren dann einfach in den Gartenboden setzen und dann nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre im Gartenboden lassen, so dass wir auch einen dicken Wachstum kriegen und der ganze Baum in 5 bis 10 Jahren ein bisschen weiter ist. Ein bisschen weiter. So, den packen wir beiseite. Gießen dürfen wir natürlich nicht vergessen, ist klar. Dann haben wir das erledigt. Sehr schön. Dann kommen wir zu einem anderen Kandidaten. Den habe ich im Frühjahr schon mal euch gezeigt. Den haben wir auch schon umgetopft im Frühjahr. Und ja, ich glaube, ich brauche da nicht viel zu erzählen. Ich zeige euch den jetzt einfach mal. So, in dem Zustand, wie er gerade ist, wird das nie ein Bonsai werden. Und machen wir uns nichts vor. Das Ding geht gar nicht.
Also, was machen wir jetzt? Wir werden ihn ein bisschen kürzen, würde ich sagen. Ja, in den Kommentaren ist mir im Februar, nee, war im März gesagt worden, ja, 10 cm über dem Boden. Die Aktion ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heavy. Aber, 10 cm über dem Boden, wobei das sind, 10 cm über dem Boden, das wäre da, ne? Jo, mein Magen hat schon wieder Hunger. Wir entfernen erstmal da unten das kleine Beiwerk. Ja, also austreiben tut er auf jeden Fall schon. Und wir machen jetzt einfach mal Nägel mit Köpfen. Mit diesem irgendwas. Und zwar machen wir das hier. So. Yippie! Was ist es jetzt? Schrott! Spaß beiseite. Also habe ich mir überlegt, wenn wir das Ganze natürlich so in die Position uns überlegen, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Substrat, könnte das ein interessanter Baum werden. Hier haben wir schon mal, ich sag mal, 10, 15 cm. Das ist halt das erste Drittel und den hier richten wir mal ein wenig auf und dann gucken wir weiter. Oder wir lassen ihn so. Weiß nicht, was haltet ihr davon? Wir lassen ihn so? Ne. So lassen ist irgendwie auch. Naja, sieht ein bisschen witzig aus, aber nee. Ja, also wir haben gesagt, wir machen ihn so. Dann drehen wir das Ganze mal so ein bisschen. So. Gut, jetzt müssen wir hier mal gucken, wo wir hier überall Spitzen haben. Ne? So. Jetzt haben wir den Kollegen schon mal in eine aufrechte Position gebracht. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Äste wegschneiden, die hier nach unten wachsen. Oder? Mal gucken. Kriegen wir den noch irgendwie. Ja, den kriegen wir auch gebogen. Das ist eigentlich auch okay. Aber der ist auf der Innenseite. Also den hier hätte ich gerne behalten. So, den da. Aber der ist auf der Innenseite. Also kommt er weg. So. Aber einen kurzen Prozess. Weil besser wird es nicht. Dann müssen wir auch mal ganz klar sagen, wir wollen die Bäume hier weiterentwickeln. Und von daher muss halt ja hier auch ein bisschen was werden. Ne? So. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Kandidaten auch fertig. Erstmal. Der Rest wird sich zeigen in Zukunft. Wir haben ihn dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr aufgerichtet. Und naja, der Stummel hier, der muss auch noch mal weg, ist ganz klar. Das ganz gerade Ding möchte ich auch noch irgendwie mal ein bisschen loswerden. Weiß ich aber auch noch nicht wie. Zum Biegen ist ja ein bisschen dick, würde ich sagen. Aber gut, wir werden jetzt erstmal sehen. Wir lassen ihn jetzt auch erstmal 2-3 Jahre hier in dem Topf. Lassen ihn jetzt auch erstmal 2-3 Jahre hier im Topf und dann gucken wir mal, was hier weiter passiert, ne? Würde ich sagen. So, das waren die Eichen, die Stieleichen, die wir teilweise auch aus dem Wald gesammelt haben. Eine haben wir umgetopft. Eine haben wir geschnitten und die dritte, die war jetzt nicht aus der Serie, aber die haben wir ein bisschen umgearbeitet, möchte ich mal sagen, so dass wir da eventuell auch eine Chance haben, einen Bonsai draus zu machen. Und naja, ihr seht selber, der Baum ist noch nicht so weit, also in 5-6 Jahren können wir noch mal drüber reden. Und ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge mal wieder. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen,
Und bis dahin. Tschüss.